Hallo, heute machen wir einen kleinen Quick-Tipp. Und zwar geht es hierbei um die ablösbaren Stempel. Und zwar seit dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog gibt es jetzt die ablösbaren Stempel. Und zwar war das ja früher schon so, dass wir hier die Stempel hatten und dann hier die Aufkleber, die man dann hier hinten drauf machen konnte. Bloß hat das ja bei den alten Stempeln einfach dann nie gut auf dem Acrylblock gehalten. Das ist jetzt bei den ablösbaren Stempel anders da. Das hält super gut, fast sogar schon zu gut. Und jetzt möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man das montiert und auf was man ein bisschen achten sollte. Und zwar nehmen wir uns da jetzt einfach mal diese Werkzeugkiste hier. So, dann macht man hier hinten diese Abdeckung ab. Ne? Kommst du daher? So. Und dann sucht man sich hier das Bild raus. Und wenn man dann hier guckt, da ist hier in der Mitte so ein Ritz, sodass man das dann hier abziehen kann. So. Und so. Nun habe ich das hier so und was das klebt jetzt schon. Jetzt gehen wir einfach hin. Versuche euch mal näher ranzuholen. Gehen wir einfach hin und gucken, dass wir das hier genau in die Form reinbringen. Muss man halt ein bisschen gucken, weil wenn es einmal klebt, klebt es, ne? Also da müsst ihr echt aufpassen. Und so, dann gut andrücken und dann durch das bisschen das Papier biegen und dann lässt sich das hier ganz einfach rauslösen. Ne? Und das seht ihr, es klebt sogar schon hier an meinem Finger. So, und damit ihr auch seht, dass es auf dem Acrylblock super hält, haben wir hier einen. Seht ihr? Hält bombenfest. Wirklich richtig bombenfest, weil ihr müsst auch aufpassen, jetzt beim Abziehen vom Acrylblock nicht einfach so wegziehen, weil es klebt wirklich manchmal so gut, dass ihr da vielleicht hier dann das Schaumgummi hier abreißt oder so. Deswegen guckt immer, dass ihr vielleicht ein bisschen mit dem Nagel wirklich hier komplett drunter geht. Und dann könnt ihr das ganz einfach abziehen. Na, also das gilt auch, wenn ihr das dann hier in die Box tut und das hier dann klebt. Nicht einfach so runterreißen, sondern immer so ein bisschen mit dem Nagel drunter gehen, dass man wirklich alle Schichten hat und dann lässt sich das super abziehen. Ja. Das war es eigentlich schon mit dem Quick-Tipp. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kreativvideo, was übrigens mit diesem Stempelset sein wird.